Hast du Einladung gekriegt? Ja, ich bin schon am Rüberkommen. Achso. Eine, zwei, Beyond Darkness. Also wieder mit dem Handy rumlaufen. Weiß ich nicht. Wieder halb sechs. Der Tag ist schon wieder so schnell vorbei. Ja. Ah, da bist du ja. In 6 Tagen kriege ich meine Probeergebnisse endlich. Hallo, ich sehe dich nicht mehr. Ich sehe dich nicht. Bin noch hier. Direkt Ja, vor aber dir. ich. Siehst du meinen Avatar? Ja. Jetzt sehe ich deine Avatar wieder, weil da hinten Licht ist. Tja, ich gehe zum Aber Licht. Kommst du mit? ist das nicht eigentlich, man soll nicht zum Licht gehen, weil man sonst Tja. stirbt? I came to this world. Ich kam zu dieser Welt, um zu wachsen. Ich weiß nicht, was das Wort heißt. Suchte. Ja? Mhm. Suchte alles Sichtbare? For all visible. Warte mal, ich glaube, wenn man kann, so. Deutsch gesucht, ja, suchen. For all Riskierte visible. es alles. Riskierte es alles, yo. To lose everything in the end. Um alles am Ende zu verlieren. Ja gut. Da ist die Tür. Die Tür. Bist du bereit? Ach, du hast ja immer noch nicht Charlie the Unicorn mit mir weitergeguckt, ne? Dann wüsstest du, was die Tür ist. Die Tür ist alles. Ach so. Ich musste kurz überlegen, wovon du redest. Ach, das ist mir selber manchmal nicht so klar. Du musst Epilepsiewarnung geben und. Ja, das ist ein Horrorspiel. Ja, aber ich Das habe meine, falls jemand zuguckt, der kann das ja haben. Heart Epilepsy und Disorientation. Ich bin schon disorientiert. Ja, aber für deine Zuschauer musst du eine Epilepsiewarnung geben. Achtung, Epilepsie-Warnung, ganz viel Horror. Und guck mal, so groß musst du sein, bist du so groß, ja, ne? Also, ich bin so groß. Und Ja, du? ich bin größer. Aber nur im Spiel. Das Spiel ist ungefähr eine Stunde lang. It's meant to be played. Ja, schon wieder Also, alone. da müssten so zusammenlaufen. Use humanoid avatar with normal high, ja. Ja, mein Volume ist hoch. Ich Not weiß nicht, Home was Support. Holoport ist. Ich auch nicht. Menü Settings, Menü. Comfort Settings. Menü Settings, Settings. Comfort and Safety. Menü Settings. Komfort. Wo ist denn das? Aber da habe ich das gar nicht. Comfort. Da habe ich Responsive Home auf Responsive Off. Menü. Also ich hab's nicht. Okay, rein da. Start. Okay. Sehe ich schon wieder nichts? Gar nicht. Glaube, wir sollen nur hören. Jo. Der Gang. Der Gang. Ich Der bin Gang. bereit. Der Gang. Wir können rennen. Yay. Hui. Ich renne vor dir weg. Huh. Lauschi ist nämlich ein Killer. Hilfe! Hilfe! Nein, ich niemals. Das sagen sie alle. Oh, was ist denn hier los? Blut. Steht hier? Steht das? Nee. Nee. Ich sehe gerade nur meine Brust, ich kann es nicht reden. Return. Oder? Return. Ja, du musst von hier lesen. Ich sehe nämlich nur. Ich habe nicht mal eine Brust und ich gucke einfach nur so runter und sehe nichts. Oder sollte Breche. das heißen, wir sollen zurücklaufen? Ja, das ist halt dieses, geh nicht weiter, du willst Ja, sterben, das. kehr Oder um. wir sollen an der Stelle zurückgehen. Ach. Ja. Ich habe das Gefühl, wir sollen zurück.
Nee. Dum, 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 ich weigere mich. Ah! Gewonnen. Was? Ein Handy. Aber ich kann es nicht. Alter, es ist. Oh nein, du solltest hier nicht sein. Dreh jetzt sofort um. Nee, tu ich nicht. Eine Flauschi bleibt stehen. Mit. Ja, ich nehme das mit. Ah, okay. Ja. Habe ich auch mitgenommen. Ich muss das jetzt mal ranzoomen, damit ich da auch mal lesen kann. Hast Ein du eine Flauschi. Taschenlampe in der Hand oder was hast du da? Mein Handy. Achso. Das hat ein Licht. Oh, da wackelt irgendwas. Rocky, du sollst nicht an meinem Stuhl kratzen. Der ist noch so schön neu. Ey, wir haben drei Morgens. Noch 3 Minuten. Hier hast du ein Leckerchen. Au, das war mein Finger. Jetzt sei wieder lieb. Warum läufst du zurück? Ich habe nur auf dich gewartet. Achso. Alles gut. Ja, ich bin da wirklich. Nope. Hallo? Upsi. Ey, der hat mein Handy geklaut. Ja. Gib mir 500 Euro Schadenersatz. Ich muss auch mal jetzt mal am Wochenende gucken, ob ich es endlich schaffe, mein neues Handy in Betrieb zu nehmen. Das Gute ist, die haben ja mittlerweile richtige Tutorials fürs Einrichten einfach so. Ach, ich weiß ja, wie ich es einrichte. Mein Problem ist, normalerweise habe ich immer Handys mit Speicherkarte und schiebe alles auf die Speicherkarte und pack's ins nächste. Ja. Ja, dieses hat aber keins. Kein Speicherkartenslot. Kannst du nicht Übertragung machen? Da gibt es doch andere Verbindungen wie MPC und so. Ja, da gibt es irgendwie von Xiaomi eine gewisse App. Siehst du auch die Augen? Ja, ich gehe gerade auf die Augen zu. Ja, ich auch. Aber die Augen wollen nicht näher. Das Spiel soll ungefähr eine Stunde gehen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht eine Stunde Rennen. Boah, das fährt. Ja. Eine Stunde einfach nur mit Effekten hier entlang rennen. Ich aber schaue in die Augen. Aber es ist eine Stunde. Du bist vor mir. Es ist eine Stunde gehen oder eine Stunde rennen? Sonst machen wir das Spiel in 20 Minuten fertig. Das weiß ich halt nicht. Ich renne immer noch auf die Augen zu. Ja, ich bin hinter dir. Ändert sich so irgendwie recht wenig, aber sie werden immer größer und es rauscht. Ja. Guck mal, er hat geblinkt. Du hast verloren, gewonnen. Jetzt wird er künstlich hier in die Länge gezogen irgendwie. Oh, ich glaube, die Killerkatze wurde gerade abgeholt. Passiert ja auch noch mal was? Ich denke, wenn du so in 5 Minuten da bist. Ist auch wieder künstlich in Länge gezogen. Du setzt jetzt erstmal 10 Minuten auf die schreienden Augen zu. Ach, Göttchen. Ich esse auch mal einen Keks. Aha. Ich stöße das mit meinem Kopf ab. Ha? Ich sagte, ich stütze ein bisschen meinen Kopf ab, während wir warten, dass mal was passiert. Du brauchst ja nur 2 Finger zum Rennen. Ja. Meinst du, ich soll ein bisschen TikTok gucken, bis das mal losgeht? Nein. Oh. Siehst du, jetzt hast du es nicht. Ja, alles gut. Das war ja eher ein Scherz. Ja, aber ist jetzt was? Hallo? Ah, okay, wir sind wieder da. Oder? Hallo? Es hat nur was geblinkt hier, geblitzt. Deswegen Epilepsie, weil du es hier flackern hast. Oh, wo stehen wir denn hier drauf? Und wieder die Tür. Ladies first. Oh, geil. Lass mich wenigstens die Tür für dich öffnen. bist du jetzt einfach durch den Spiegel gegangen? Nein. Aber ich. Warte, ich kann den ja auch usen. Geht auch use.
Ich glaube, der ist gesperrt. Wir müssen ich habe ja den PC angemacht. Das Bett. Ich kann das Bett benutzen. Was ist denn hier irgendwas programmiert? Aber so schnell kann ich das nicht sehen. Was denn? Was ist denn hier am PC programmiert? Das ist... ich kenne das Programm. Das habe ich auch schon benutzt. Als ich einen Twitch-Stream mal laufen lassen habe mit Super Mario, mit so einer KI, die Level lernt. Okay, das sieht aber eher aus wie Internetseiten programmieren. Mhm. Das sind die Codes. Damit kannst du auch Bots programmieren, AIs hier, irgendwas. Aber ist nicht die Lösung, wir müssen was anders finden. Tomorrow will be a better day. Kann ich einfach gehen. Tschüss. Nee, kann ich nicht. Lass mich hier raus. Einfach. Okay, ich halt. Oh ne. Einfach mit Flausch hier eingesperrt sein. Ich mach nochmal die Tür auf. Ganz schwierig. Oder. Warte. Hier, guck mal, kannst du das Bett benutzen? Ja, ich weiß. Achso. Ich nicht. Hatte ich doch gerade gesagt. Egal. Hab ich nicht gehört. Hier muss irgendwas Verstecktes sein. Wieso macht der Spiegel denn Klack? Eigentlich soll man die usen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt... Ist das verbuggt jetzt gerade? Weil wir jetzt zu zweit sind? Ich weiß nicht. Aber was ist der Vielleicht Spiegel musst du... doch? Es gibt bestimmt eine Reihenfolge. Guck mal, es gibt Tür, Bett, Laptop, Spiegel. Und der Spiegel macht Klack. Warte mal. Nein. Gibt es irgendwo eine Reihenfolge? Warte mal. Daily Routine to Success. Die tägliche Routine. Also, wir stehen auf. Aha. Wir stehen vom Spiegel zum Fertigmachen. Weiß nicht, gehen wir dann arbeiten am Laptop und gehen dann arbeiten? Nein. Aber ich versuche, geht nicht. Okay, wir stehen auf. Wir stehen vom Spiegel. Na, warte mal. Dann arbeiten wir. Oder wir kommen nach Hause. Ziehen uns aus am Spiegel, dann arbeiten wir noch ein bisschen und dann gehen wir ins Bett. Oder wir gucken erst in den Spiegel. Wir kommen nach Hause, wir arbeiten, wir machen uns Bett fertig und gehen ins Bett. Nee, auch nicht. Ja, was ist denn die Routine? Kommt drauf an, jeder hat eine andere Routine. Aber guck mal, heißt das die tägliche Routine rückwärts? Nee, das ist immer wieder, was du machen sollst, damit du erfolgreich bist. Ja, aber die tägliche Routine müsste ja vorwärts gehen von den Pfeilen her. Ja, aber das haben wir doch gerade schon probiert, oder? Wir schlafen. Wir machen uns schön für Schlafen. Nee. Schlafen, wir arbeiten, wir gucken rein und gehen. Oh, die Tür geht nicht mehr auf. Die war zu. Die geht nicht mehr auf bei mir. Ja, mir auch nicht. Das heißt, wir haben es richtig. Das ist die Frage, wer hat was gedrückt? Ich habe alles Mögliche gedrückt. Ja, ich habe die Routine andersrum gemacht gerade. Jetzt haben wir nur noch drei Sachen. Schlafen, wir gucken in den Spiegel und wir. Es hat gerade einer gegen den Spiegel geklopft. Nee, das ist das Symbol. Wenn du den Spiegel anklickst, kommt so ein Klacksymbol. Es hat einer klopf, klopf, klopf gemacht und das klang wie an der Scheibe. Okay. Weißt du, müssen wir die Tür noch integrieren ins Spiel, oder? Ich weiß nicht. Weil die ist jetzt zu. Ist jetzt die Frage, wer von uns hat es richtig gemacht und muss man es jetzt vielleicht nochmal andersrum machen?
Ich weiß nicht, was ich gedrückt habe. Ich stehe auf, ich gehe zur Arbeit, ich gehe am Computer, ich gehe an den Spiegel. Spiegel und was sehen. Ah, ich bin da zu doof für. Oh, guck mal, die Katze ist weg. Hä? Bei mir ist die Katze noch da. Bei mir steht nur Hang in there und der Ast. Ah, okay. Oh, jetzt. Hast du gehört? Achso. Jetzt hat es bei mir geklopft. Aha, siehst du? Lass mich rein, Spiegelmensch. Spiegelwelt. Auf dem Kalender steht jetzt Oktober. Wann stand da Mai? Oh, die Katze ist weg bei mir jetzt. Das sag ich doch. Tomorrow will be a better day. Ob man sich das ändert. Wahrscheinlich vergehen jetzt gerade mehrere Tage. Ach so, wegen jeden Tag. Na, ja, tatsächlich, November. Müssen wir jetzt die Kombination, die richtige, immer und immer wieder machen? Ja, wenn ich jetzt wüsste. Aufstehen, richten, dünn, da. Stehen, aber. Bei mir steht Dezember, bei dir? November. Ja, es ist eben weiter geskippt hier. Arbeiten. Nee. Da. Jetzt habe ich Dezember. Ich weiß gar nicht, macht das einen Unterschied, in welcher Reihenfolge ich hier was drücke? Weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Jetzt ist es auf Januar. Ja, same. Also ich klicke jetzt einfach hier durch. Immer und immer wieder im Kreis. Hm. Jetzt ist Februar. Nee, bei mir nicht. Ja, ich renne gerade im Kreis. Schon. Gut, vielleicht ist es wirklich gegen den Uhrzeigersinn, so wie das Bild sagt, macht ja eigentlich auch Sinn. Ja. Ich frage jetzt, wie weit muss das gehen? Du wolltest es ja auch. Ah, warte mal, ist da nicht ein Zettel auf dem Tisch? Hier ist eine Anleitung. Hä? How to not to myself. Work got harder and my daily rotation is still not optimized. I need to start with a better idea. Leave for work, work from home, reject, reflect on myself and go to sleep. Okay, das heißt, wir müssen erst gehen, arbeiten, Spiegel, schlafen. Also gehen, arbeiten, Spiegel, schlafen. Gehen, arbeiten. Oh, jetzt. Oh, jetzt habe ich eine Leiche. Oh, bis wo sagst. Aber nur im Spiegel. Gehen. Arbeiten, reflektieren, Leiche. Arbeiten, reflektieren, Leiche. Gehen, arbeiten, reflektieren, Leiche. Gehen, arbeiten. Aber ich habe diesen Zettel nicht, den du vorgelesen hast, ne? Okay. Vielleicht habe ich ihn freigeschaltet oder noch nicht. Zeig eine Frau rein. In Arbeiten, optimieren, schlafen. So, jetzt gucke ich mal drauf, ob sich die Notiz geändert hat. Ja, wir müssen weitermachen. Stick to Routine steht da. Einfach im Kreis. Zieht sich schon wieder. Oh, jetzt. Jetzt passiert sich was. Oh, Daily Routine to. Ändert sich die Welt bei dir auch? Nee, sie heult rum. Ich bin jetzt in dem Horrorraum. Oh, jetzt geht irgendwas hier. Ich wollte das Bett noch anklicken, das geht nicht. Doch. Ich sehe nicht viel. Oh, da bist du. Nein.
Oh. Ich mach doch mal weiter mit meiner Routine, ne? Spiegel. Ist ja egal, ob da eine Leiche im Bett liegt. Ist ja ganz normal. Jo. Routine, der Kreislauf des Lebens. Des Lebens. Ja, wir stehen auf, gehen arbeiten, kommen von der Arbeit, gehen schlafen. Ich habe eine Meldung, dass mein PC heiß läuft. Sekunde. So. Jetzt. Wusstest du, dass das bei vielen Japanern und so ist? Was denn? Viele können von der Zeit noch nicht mehr nach Hause kommen. Die arbeiten den ganzen Tag mit Überstunden, dann hocken die sich in irgendwie ein Billighotel, trinken da Alkohol, schauen ein paar Filme an, schlafen kurz und dann gehen sie bearbeiten. Die haben auch in Bahnhöfen, glaube ich, solche Sleeping-Rooms. Mhm. Kannst du da draußen Geld einwerfen und dann ist da drin ein Räumchen, da kannst du Kaffee trinken, ja, Handy und so laden und alles. So leben die meisten sogar. Das finde ich zum Beispiel eigentlich cool, aber auch übelst anstrengend, weil du musst mal überlegen, die haben nichts von ihrem Leben. Die Frauen sind ja meistens daheim und machen den Haushalt. Oder sind wie die Männer abends arbeiten, die arbeiten den ganzen Tag, kommen dann heim, schlafen ein bisschen, gehen wieder arbeiten und das Ganze. Und nach dem Feierabend ein bisschen saufen mit den Kollegen und das war's dann wieder, dann geht's wieder los. Ich glaube, die Tür ist jetzt auf. Ja, bei mir ist Licht aus. Ich sehe nichts mehr. Ja, bei mir auch. Und die Kinder sind ja den ganzen Tag in der Schule. Ja. Und verbringen ja auch ihre Clubs und so. Da macht einer komische Geräusche. Hier stört einer. Ach, der flirtet doch nur mit ihr. Es funktioniert wunderbar. Ich sehe nichts mehr. Sie auch dich nicht. Fernseher. Ah, da bist du. Ja. Are you okay? Hey, wie geht es dir? Okay. Du scheinst etwas anders zu sein in letzter Zeit. Ist alles okay? Wir haben nicht so viel geredet in letzter Zeit. Und tschüss. Hä? Hast du mich verlassen? Okay. Was ist da passiert? Hallo. Ich glaube, die Routine war jetzt nicht mehr so. Was ist das? Achso, unser Spiegel war das. Ja, wir hatten wahrscheinlich einen Nerven. Oh. Zusammenbruch. Ja, das hat mir gerade gehängt, als ich durch den. Du darfst nicht in den Spiegel gehen. Ich sehe dann mich, wie ich da reingehe. Ja, bei mir leckt das übelst und dann werde ich gesettelt, wenn ich in den Spiegel gehe. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es da weitergehen soll. Vielleicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, es soll da weitergehen, aber das packt mein Computer nicht, obwohl der gut ist. Ich bin ja so richtig leck und dann bin ich wieder hier. Warte, ich gehe mal ganz. Okay, du bist alleine, ne? Nein. Ich sehe mich dann von außen, wie ich da reinlaufe. Ja, das Bild war eigentlich cool. Ich hätte das gern gescreenshottet. Das ist irgendwie so richtig verpackt. Ich weiß nicht, ob es da weitergeht. Irgendwie soll das weitergehen, aber es ist verpackt. Mein Rechner fährt gerade voll heiß. Ich weiß nicht, wieso. Wegen dem Spiel. Und das. Ja, aber die Lüfter sind weit oben und auf einmal. Was ist denn hier los mit dieser Welt? Au! Ich habe rausgefunden, wie es weitergeht. Wie denn? Du musst rückwärts laufen in den Spiegel und immer weiter gehen. Immer weiter gehen.
Was zur Hölle? Hast du die Frau gesehen? Ja. Ja. Das war die... Ja, gut. Also ich gehe nochmal rückwärts in den Spiegel. Ich glaube eher, dass wir an die Tür gehen sollen. Ich kann gar nicht rückwärts in den Spiegel. Hey, wollte doch gerade jemand rein? Achso, jetzt bin ich drin. Passiert bei dir was beim Rückwärtsgehen? Passiert dir was? Nee. Aber hier ist ein Licht. Aber du läufst irgendwie nicht weiter drauf zu. Also die Entfernung. Doch, der Boden verändert sich, oder? Ja. Aber es leckt manchmal richtig übelst. Bei mir. Oh, hier. Der Geigen, wir machen Selbstmord. Oh. Ich geh mal ins Handy. Hallo? Warum weinst du denn? Die hat sich umgebracht. Das ist die Frau. Ich gehe auf den Geigen zu. Wieso sehe ich mich? Im Geigen? Siehst du dich auch im Geigen? Ich hänge. Gesundheit? Entschuldigung. Ich müde mich. Hast du mich jetzt selber aufgehangen? Michelle! Ich heiße Michelle. No, 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 please God, no. Ach, deswegen auch der Stuhl vor dem Spiegel. No, 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 God, no, please, Michelle. Oh, baby. Also, das könnte ich doch nicht. Ich könnte mich doch nicht dabei sehen. Ah, Entschuldigung, ich habe mich gerade voll verschluckt. Ach so, es war kein Niesen, es war Husten. Ja. End of suffering. Hätten wir noch ein anderes Ende kriegen können? Oh, wir können es noch beenden. Es war mir eine Ehre. Goodbye. Ich hab dich erschossen. Aber passiert nichts. Kann ich mich selbst erschießen? Du kannst aufs End of Suffering laufen. Bleib stehen! Bleib stehen! Hast du die Waffe mitgenommen? Ja. Also sie hat sich aufgehangen und jetzt... Er bringt sich um. Bringt er sich um, ja. So ein Romeo und Julia-Ding ist das. Oh, was für ein Quark, ey. Wer sagt denn, dass... Wer sagt denn, dass danach, dass es dann noch weitergeht? Was ist, wenn nicht? Bist du weg vom Fenster?
Pfeffersaft auf das Gesicht ballern. Ja. Ui. Dunkelheit. Ich sehe nichts mehr. Wohin? Oh, wir sind schon im Endlosraum. Willst du nach da und ich gehe nach da? Hier geht's nicht weiter, also in die andere Richtung. Push meine Waffe. Die. No. Telefon. Ja, das ist falsch rum. Warte mal kurz. Du solltest nicht hier sein, dreh jetzt rum. War das vorhin nicht auch? You got yourself. Second shot, that thing was in the fight of your gun made of the light that sparked. Make the best of it. Okay. War nicht Gun, aber Licht. Du hast eine zweite Chance gekriegt. Das Ding hatte keine Angst vor deiner Waffe. Aber vor dem Licht macht das ja, Beste von den, draus. Von den Feuerschüssen. Was? Den Funken da. Bist du noch hinter mir, oder? Nee, nee. Oder bist du vor mir? Dieser Kater, ne? Ich verstehe diesen Kater nicht. Ich bin hinter dir. Also, be careful, you made him very angry. Okay, er ist sehr wütend auf uns. Ach so, hast du das Telefon mitgenommen? Ich nicht. Der Kater war die ganze Zeit bei mir hier drin und wollte unbedingt raus. Jetzt ist er draußen, die Tür ist zu und jetzt steht er draußen vor der Tür. Und will wieder rein. Und ja. Will wieder rein. Oh. Klassiker. Und der klingt immer, als würde er so leiden, ne? Ja, weil er halt das Recht haben, die ganze Zeit rein und raus zu gehen, wie er will, ne? Ja. Oh. Warte mal, gehst du rechts oder links? Ich gehe der Blutspur. Achso. Weiß nicht. Sollen wir uns aufteilen? Ja, ich gehe mal rechts. Okay, dann gehe ich links. Wieder rechts. Ich gehe immer nach rechts. Ineffizient. Okay, ich muss wieder zurück. Ist hier mal. Wo bist du denn bei der nächsten Abzweigung lang gegangen? Ich bin nicht. Hier ist eine Tür, aber geht nicht mehr. Nach rechts, aber es ist nach links. Hi. So. Guten Tag. Schon wieder. Bye bye. Gut. Ich muss zu dir. Ich bin Lügner. Bam, bam, bam. Oh Gott, ich bin runtergeflogen. Oh, du kannst hier runterfliegen? Oh no? Du musst aufpassen, dass du auf der Linie bleibst, weil du kannst runterfallen. Ich gehe auf den Strich. Bitte. Und wo bist du jetzt? Einer. Nein. Ich will dir das vorspielen, so als Soundboard. Du hast das gesagt, aber doch nicht in dem Kontext. Warte mal, das war so. Musst du jetzt von vorne anfangen? Ja, ja. Ich laufe gerade nochmal den ganzen Weg. Bin schon wieder da. Hi. Okay. Wo willst du hin? Okay. Andersrum. Scheiße. Ich darf nicht springen in dem Ding. Übrigens ist gerade ein Video von dir hochgeladen. Oh, es ist 18 Uhr. Das ist von uns, von letztens. Welches? Spooky Pumpkin Town. Ah, das mit dem verpackten Schlüssel. Dem verpackten Schlüssel? Du meinst da, wo du deinen Kristall einfach in eine Tür geschoben hast und nicht mehr dran kommst. Genau. Ja, genau das. Da kann der Schlüssel nichts für. Ja, allein dem Spieler die Möglichkeit geben, was zu verpacken ist. Kritisch. Habe ich dich jetzt verloren? Bist du woanders lang? Ich muss doch wieder von vorn stehen. Achso, ja, dann bleibe ich immer stehen. Weil ich, ich hab da schon einen Weg rausgefunden.
Hast du zufällig eine Ahnung, wie lange sich Flammkuchenteig über sein Mindesthaltbarkeitsdatum hält? Ich esse gerne nichts, was schon abgelaufen ist. Naja, ein bisschen. Das heißt ja nur mindestens haltbar. Kannst ja, aber ich mache ich nicht generell. Was? Aber du kannst auch Sachen immer noch danach konsumieren. Ich schmeiß alles, was über ein Datum ist, weg. Na, kannst Joghurt noch einen Monat später essen? Bei Lebensmittel riskiere ich nichts. Ja, wenn das jetzt Hühnchen wäre, okay. Wäre ich voll bei dir. Nee, mein Dad hat einen Ibiz verkorksten, verdingsten Magen damit. Ich habe auch einen sehr empfindlichen Magen, aber manche Sachen kannst du... wie war das? Es gibt ein Mindesthaltbarkeitsdatum und ein Verfallsdatum? Ja. Und das bei Mindesthaltbar ist ja dann, es ist mindestens bis dahin haltbar. Und das andere ist, dass da, bis dahin musst du das gegessen haben, ansonsten muss es auch weg. Ist auch da? Ja, aber ich esse trotzdem nichts, was über Mindest lief. Da bin ich ein bisschen picky. Ich muss das gleich mal aufmachen. Ich habe so Fertigteig geholt und der ist jetzt 11 Tage drüber. Ich habe ein bisschen Sorge. Ja, aber du musst halt aufpassen, sobald irgendwie Ei oder sowas drin ist, würde ich es wegen Salmonellen gar nicht mehr riskieren. Ja, ich glaube, du riechst das, ob das schon gärt oder obwohl das ist ja kein Hefeteig, oder? Es muss auch Hefeteig. Du musst auch aufpassen, wenn was irgendwie säuerlich wird. Ja. Also meistens bei diesen Fertigteig-Dingern riecht man das oder es wird so ein bisschen matschig. Hä? Oh mein Gott, ich konnte hier zum nächsten Ende springen. Wenn du so einen Blutklecks am Boden hast, dann musst du zum nächsten springen. Ich hatte keinen Spiegel und da kam ich nicht vorbei. Ich bin jetzt immer nur gerade ausgelaufen. Oh. Salam. Oh. Ich bin hier an einem Bett mit einem Galgen. Und you. Was? Ach so, das war nur eine Ding, wenn ich den Weg gehe, findet mich das Monster. Seht ihr noch irgendwas? Hi, ich bin hier. Ja, da hinten schreit auch was. Ja, aber hier geht's nicht weiter, oder? Nee, da ist schon wieder Rand. Ja, dann. Müssen wir jetzt zum Spiegel? Weil hinter dem Spiegel, ja, das war aber nichts. Hinter dem Spiegel war nämlich noch eine Linie, die weiterging. Dann zeige ich mal. Achso, man kann gar nicht so zurück. Ja, ich habe einfach resettet, so. Wo bin ich? Platzt ja richtig. Achso, ich bin jetzt. Ich starte auf dem anderen Punkt wieder. Geht das heißt da lang, genau. Die im Kriechen. Was? Krieche ich? Ja, du kraut. Oh! Upsi. Ist mir gar nicht aufgefallen. Gehen wir richtig? Müssen wir nicht da rum? So, hier ist der Spiegel. Und da geht's aber nicht weiter. Also. Hier geht's halt nicht mehr weiter. Das war das andere. Er sagt irgendwas. So, das war der Gang mit dem Blut. Das war der Anfang. Also ich bin jetzt immer am Anfang, ja. Da geht's nicht weiter. Nee, da kommen wir ja her. Na, warte, wenn das eh der Anfang ist, dann kann ich ja versuchen, irgendwie mal am Spiegel vorbeizuspringen oder sowas. Ich gehe nochmal zu dem Ding, wo es sagt Found You. Ob da was kommt. Oh, auf der Rückseite vom Spiegel steht You shouldn't be here. Ich glaube, ich bin wieder gefallen. Quatsch. Ich gehe jetzt zu dem Found You Ding. Okay, hier beim Found You gibt's. Oder war das Found das you? Found You? Ja, ich bin gegangen, wo Found You stand. Such ich dich mal. Aber der Found You geht jetzt weiter.
Das ist, wenn du beim letzten nicht geradeaus gehst, sondern rechts. Da hatte ich so ein Found You, aber jetzt habe ich einen Weg, der weitergeht. Okay, ich bleib mal stehen. Ich habe nämlich jetzt gerade eine andere Sicht. Ich werde nämlich beobachtet. Ich glaube, ich bin auf dem Weg. Also ich springe von diesem Bluttropfen zum anderen Bluttropfen und dann biege ich irgendwo ab, ne? Du musst vorher abbiegen, bevor du runterspringst. Hä? Found You. Da bin ich jetzt. Ja, und da ja, geht dann ein Weg weiter. Da ist nochmal zum Springen. Ja. Ich guck mal, ob du kommst. Weil dann kommen zwei Sprünge in kurzer Zeit aufeinander. Ich bin, denke ich, auf dem Weg. Hä? Hab ich schon wieder gehofft? Da bist du. Du bist da. Seh dich. Da bin ich. Hi. Vor uns ist irgendwas. Wie jetzt? Jetzt soll ich in... Hä? Nein, das ist nur die Perspektive, dass du beobachtet wirst. Ach so. Okay, rechts oder links? Warte mal, dein Arsch ist mir gerade ein bisschen im Weg. Entschuldigung. Ja, dann. Geh mal nach rechts. Dass er so weit springt. Weil ich glaube, rechts ist das Monster von den Türen, höre ich das so. Ich bin da in der einen Hinsicht typisch rau, ich kann Geräusche nicht zuordnen, wo sie herkommen. Ich habe eine Tür gefunden, wo ich durchgehen kann. Ich, Geht's bei dir auch weiter oder ist es bei dir Sackgasse? Ich sehe irgendwie Blut und Tür und einen Weg. Aber ich komme ja auch nicht mehr zurück, ne? Oder? Na, wenn du runterfliegst, dann landest du wieder oben. Was machen wir denn jetzt? Was hast du gefunden? Ich habe eine weiße Tür gefunden, also wo ich durchlaufen kann. Da schneit und ist alles weißlich und so. Und ich habe den Boden voller roter Streifen und schwarz und kann jetzt nichts gehen. Ich geh mal ins Weiß. Ja, gut, okay. Warte mal, soll ich aufnehmen? Nicht, dass das ein anderes Ende ist. Ich komme zu dir. Ja, aber du hast doch ein eigenes Ende, oder? Weiß ich nicht. Weil du meintest, du hast eine rote, schwarze Tür und ich habe eine weiße Tür. Ich kann nicht zurück. Ja gut, dann geh du durch die Tür, ich gehe hier ins Nichts. Okay, also nicht aufnehmen, dann laufe ich. Nein. Hey, ich bin jetzt wieder in unserem Hotelzimmer. Ich laufe noch im roten, schwarzen Nichts herum. Ich bin resettet worden. Der Weg ist weg, wo ich gegangen bin. Ach so, also kommst du jetzt auch zu mir. Ja, war der schlechter Weg. Ich hab's aber auch geahnt, da ich den Lachen gehört habe auf meiner Seite. Und läuft wieder ewig geradeaus. Ja, irgendwo muss die Stunde ja herkommen, ne? Yeah. Warte mal, geht dein Weg, Weg hört einfach auf, oder wie? Ah, da geht der Weg dann wieder weiter. Ich warte mal auf dich. Okay, wie weit bist du gegangen? Bist du ja dran. Ah, da bist du. Ich will meine nächste Schokolade auspacken. Hi, ich springe dir in die Arme. Wie weit springst du denn? Ich bin extra ein Stück weggegangen. Also, man muss echt aufpassen bei deinem Avatar. Wenn man in deinen Avatar geht, sieht man die Unterwäsche von deinem Avatar. Was? Und dein Avatar halt nackt. Das war so aber nicht gedacht. Dein Avatar ist FSK 18 Material. Nee, ich sehe den ja nicht. Habe ich Strapse an? Ja. Hast du das denn nicht gewusst? Nö, ich habe vorhin einfach irgendwas gedrückt. Du hast eine... Also sag mal so, deine Hose ist irgendwo hier. Die entzieht man nicht mal. Ich weiß nicht mal, ob du eine Unterhose. Ich schätze, du hast. Ich alles schätze ganz, das Dessous oder irgendwas an. Nein, nein. Es ist ein Oma-Schlüpper, alles ganz harmlos. Also. Oh.
hast du es auch gesehen. Ja, ich laufe gerade einfach weiter. Ich habe so ein Knurren hinter mir gehört. Hast du die Hand nicht gesehen? Doch, doch. Achso. Bist du noch hinter mir? Ja. Ich laufe nämlich gerade einfach weiter, deswegen. Ja, ja, ich bin da. Oh, okay. Da ist jemand am Grab. Wahrscheinlich der Dude bei ihr am Grab stehend. Michelle, unser Grab. Telefon. Ein Kerl, oder? Das war der Typ, der sie gefunden hat. Ach Gott, ich kann das Telefon nicht lesen. Kannst du zu dir ranscrollen? Ja, aber das ist schräg. Warte mal, komm. Also, sollte es nicht hier sein. Also, danke, dass du dich um mich gekümmert hast. Aber es ist nicht über dich, Juni. Du musst das den Altraum wenden. Bring ihn um. Bring ihn um, mach ihn fertig. Wir hätten dir zuhören sollen, als du uns gebraucht hast. Du wirst niemals vergessen sein. Deine Familie vermisst dich. Hast du gesehen, was mit dem Smartphone passiert ist? Ja. Das Ding ist, ich brauche eine Waffe, um ihn zu enden. Ja, war das so lichtunabhängig? Ja, und nö. Ich weiß nicht, wohin. Ja, hör mal ins Dunkel. Ah, nee, ich kann nicht gehen. Kann ich mit... Kannst du... Oh, du kannst E drücken auf den Kartstein. Was stand da? She left me? She left without a word. Without a word. Suddenly. Plötzlich. Ganz alleine. Du musst immer wieder drauf klicken mit E. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich hier im Schwarzen rumlaufe. Na, nun habe ich dich. Diese Augen. Ich werde immer hier sein. An deiner Seite. Das heißt, das Ding war erst bei ihr. Sie hat sich umgebracht und jetzt ist es bei uns. Das ist so ein komisches Fluchding. E-Drücken gibt es, glaube ich, gar nicht hier, oder? Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ich laufe mal ein bisschen im Dunkeln. Na, Spiel, siehst du dich wieder? Wo bist du hin? Läufst du auch im Dunkeln? Ich habe auf den Grabstein geklickt. Ah. Na, hat sich endlich auch erwischt? Ja. Und weil ich wissen wollte, warum du weg bist. Zeit, es zu enden. Benutze diese Knarre, um zurückzukämpfen. Was für eine Knarre? Aber Schaden wird nicht durch die Patronen verursacht, sondern bei dem Licht der Funken. Schieße ihn nur, wenn er wirklich nah dran ist und du seine Augen siehst. Okay, das heißt immer nur schießen, wenn er nah bei uns ist und wir die Augen sehen. Denn das Licht des Schusses schadet ihm. Wie komme ich denn jetzt da? Was? Das stand. wie komme ich da wieder dran? Weißt du, du holst eine Position Shooter. Ja, wie komme ich denn da wieder an die Waffe dran? Desktop-User steht hier. Ja. Pistole wird auf deiner Holster-Position bleiben. Ja, aber wie also in front, das da raus? In front of you. Ich habe Rechtsklick gemacht. Ich sehe meine Waffe noch, aber ich kann sie nicht mehr ziehen. Was ist das? Ich weiß nicht, ich warte gerade hier auf dich, ob du resettet wirst. Nö, ich kann hier. Kannst auch mal mitmachen. Vielleicht funktioniert das ja, wenn du mitmachst. Okay, ich komm. Ich bin einfach hier runter. Ich hab eine Patrone gefunden. Never surrender. Bist du jetzt wieder in der Waffenposition, oder? Nee, ich bin irgendwie im Afterlife oder so. Haltest du auch die Stimme? Ja. Ich glaube, jetzt bin ich wieder beim Kampf. Guten Tag. Hallo. Ach, da bist du.
Ja, ich sehe meine Waffe. Ich habe auch eine Patrone gefunden gehabt, aber ich komme da nicht dran. Kann doch irgendwie Sachen weglegen. 2000 years later. Doch, ich habe irgendwas gemacht, dass sie jetzt von alleine läuft. Ja, ich bin hinter dir. Oh, jetzt nicht mehr, okay. Hi. Oh, warte. Ha! Ups. Ich hab sie wieder. Hab ihn das zweite Mal erschossen. Wo ist er denn? Oh, ich habe meine Patronen natürlich einfach so verschossen. Da ist die dritte Pistole. Patrone. Ja. Oh, was hier? Oh Gott. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn dreimal erschossen. Was ist jetzt? Okay. Geht's weiter? Okay. Ich einmal und jetzt habe ich hier so möchte gern epische Musik. Mhm. Ich sehe hier noch eine Patrone liegen. Oh, da hinten ist noch eine. Aber wo ist er? Dein Bildschirm wird grauer, je näher er kommt. Und Pixel ja hinter dir. Pass auf. Okay, viermal. Ich habe ihn jetzt zweimal. Er lacht. Oh Gott. Okay. Da hinten ist wieder eine Patrone für mich. Oh Gott, da ist er. Ich muss ausweichen. Ausweichen, ausweichen. Schnell. Cool. Lass mich in Ruhe. Ich muss erst zur Patrone. Okay. Ich bin mit dem Bogen gelaufen. Und bam. Fünfmal. In your face, Motherfucker. Okay, Patrone Nummer 6. Okay. Another one. Oh, jetzt wird es aber schwer, Patronen zu sehen. Ich weiß, dass du hinter mir her bist, aber das bringt mir nichts. Ich muss Patronen finden. Da ist sie. Nummer 7. Komm. Schießt du auch immer nur dann auf ihn, wenn du auch die Augen siehst? Ja, wenn er ganz nah an mich rankommt. Nummer 7. Lass mich mal in Ruhe. Geh mal weg da. Ich hab schon nicht mehr mitgezählt jetzt. Also wenn du nicht stirbst. Nee, bin ich nicht. Okay, ich bin jetzt bei Nummer 8. Hat so viel. Wo bist du, Penner? Das war aber ein bisschen knapp gerade. Okay. Ich hab's. Denke ich. Nee. Der Himmel hat sich verändert. Okay, ich bin in der finalen Phase. Das war knapp. Meinst du, Schuss, Nummer 9. Resettet sich wieder, wenn man drauf geht? Ja. Also ich bin auch nie geschoben. Ich denke es mir. Oh. Die Seiten haben sich so geändert mit so Spitzen. Ja, dann bist du schon in der finalen Phase. Ich bin hier nur einen Schuss voraus. Ich versuche gerade zu meiner letzten Kugel zu kommen. Ich denke mal 10 Kugeln. Lass mich in Ruhe, ich sehe die Kugel nicht. Ah, da. Okay, 10 hat ihn immer noch nicht gekillt. Oder müssen wir beide gleich weit kommen? Nee, das ist ja unabhängig von. Oh Gott, das war aber knapp. Okay, ich bin bei Schuss Nummer 11. Ich weiß nicht. Wo bist du, Penner? Okay. 11 hat die Nummer noch nicht gekillt. Ey, das geht ja ewig. Oh, da kommt er. Ich sehe, wo er kommt. Oh nein! Ja, hab ich die jetzt aufgenommen oder nicht? Ah. Nummer 12. Wenn Zell wird, dann siehst du, wo er ist und wo deine Kugel ist. Ich weiß, aber er hat mich gekriegt.
Okay, ich bin jetzt bei Kugel Nummer 13. Okay, 13 Kugeln. Ich bin bei, ich habe Schokolade fallen lassen und ich weiß nicht wohin. Also die sieht immer noch so aus wie vorhin. Oh. Wird er mal aggressiver hier? Bin fertig mit dem Game. Okay. Auch noch ein, zwei oder so. Ach, Alter. Das ist aber auch scheiße, dass du nur die Patronen siehst, erst wenn er kommt. Aber du kannst einen Bogen um ihn rumrennen. Ja, also, außer wenn er direkt vor dir ist und du nicht um ihn rumkommst. Dann versuch seitlich zu laufen. Du bist aber langsamer. Weil ich habe ihn jetzt hier mal umgangen, einfach im Bogen. Ja, so was. Das war's jetzt. Ja, ich warte auf dich. Boah, ist das weiß. Jetzt ist schwarz. Ah, okay. Also nach der Filmszene kommt nichts mehr. Ist was? Hallo? War's das? Kommt da nichts mehr? Da ist ein Licht. Geben wir zusammen zum Licht? Ja, ich habe auf dich gewartet. Ich weiß. Lass uns zum Licht gehen. Ja. Ich habe am Ende des Weges auf dich gewartet. Ich kam in diese Welt, um zu wachsen. Das kommt ich glaube, das ist der Anfang. Vom Game wieder. Riskiert ist alles. Um alles am Ende zu verlieren. Und dann habe ich realisiert, dass das Leben schön ist. Ja, dir ist vorhin auch gesagt, das zum Schluss. Oh. Oh Gott, ist das hell. Lass uns ins Licht. Ich bin im Licht. Ich finde es cool, dass er sagt, life is beautiful, wir sind aber eigentlich tot. Beyond darkness. Oh, oh. Nee. Oh, das guck mal, Foto. Bilder von uns. Also das schöne Erinnerung. Guck mal, da haben wir uns aufgehangen. Ja, Gott, da habe ich dich erschossen. Hallo? Ich habe jemanden. Da stand ich an deinem Grab. Oh. Ich habe dich eventuell erschossen. Leben ist eine ganz tolle Geschichte. It's just that, dass manche Leute das nicht realisieren. Aber dass sie der Autor sind.
dass sie selbst der Autor sind und dann kannst du alles selber schreiben und so, das ist ja eigentlich auch. Ja. Oh, hi. Wir haben das gute Ende. Ey, wir haben gutes, ja, weil wir gewonnen haben. Aber es gibt dann wohl auch ein Bad Ending. Ja, aber hier gibt's nur das Gute, fertig.